Servus, liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal hier und zu diesem neuen Video. Ist quasi so ein Anschlussvideo an das letzte. Da hatte ich euch ja gezeigt, auch wie ich mir Behelfe halte, dass ich auf meine Inselanlage im Garten, die ja einige Kilometer weit weg ist, zugreifen kann. Ich habe euch gezeigt, dass ich und wie ich meinen Garten halt mit WLAN ausgestattet habe, wie ich da quasi mit meiner Multisim-Karte über meinen gleichen Handyvertrag dann Spot-Router halt betreibe, einen Fritzbox-Router und dass ich dann da ein altes Samsung S4 im Garten liegen gelassen habe, welches ja über Bluetooth mit dem Laderegler verbunden ist und in die App, um in die reinzugucken, benutze ich ja den TeamViewer, um hier zum Beispiel von zu Hause aus darauf zuzugreifen. So, und welche TeamViewer-App ich mir da genau installiert habe, wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt gleich halt. Ich möchte vorher einmal kurz darauf hinweisen und habe eine Bitte an viele Zuschauer da draußen. Ich habe mir mal so meine Analytics angeguckt, meine Statistiken und YouTube sagt mir, dass über 80% meiner Zuschauer gar keine Abonnenten sind halt. Damit spreche ich euch jetzt einmal direkt an. Also, falls euch ein Inhalt gefallen hat oder der jetzt nicht ganz, ganz, ganz grausam war, tut mir doch bitte einen Gefallen, klickt doch unten einmal auf Abonnieren. Das Ganze würde mir wirklich helfen, meinen Kanal aufrecht zu erhalten. Denn es gibt da halt auch immer so eine große, so eine magische Grenze von 1000 Abonnenten und eine gewisse Videolänge, Abspiellänge. Und die habe ich schon weit erreicht. Es fehlen halt eben noch ein paar Abonnenten bis zum 1000. Und dann würde der Kanal sich auch von alleine so ein bisschen refinanzieren. Das heißt, ich kann dann wieder mehr Inhalt reinstellen. Da ich dann halt vielleicht auch mal ein paar Euronen halt zurückbekommen halt für Werbung, die vorgeschaltet wird. Und da würdet ihr mir wirklich, wirklich viel helfen mit halt, alle Leute, die halt regelmäßig zuschauen, aber das Abo halt unten noch nicht geklickt haben. Wirklich tut das bitte, macht das bitte. Wenn ihr denn noch weitere Videos von mir sehen wollt, das würde mir wirklich helfen und wäre ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, den Kanal halt wirklich aufrecht zu erhalten. Dafür auf jeden Fall lieben Dank jetzt schon mal für die Leute, die sich wirklich dann dazu durchringen können, den Abo-Button zu klicken. Und für alle anderen, die jetzt schon gespannt sind, wie das mit dem TeamViewer funktioniert, drehe ich mal das Handy, richte das mal aus hier auf die Smartphones, die ich hier liegen habe und dann sehen wir uns sofort wieder. Ja, und dann sind wir wieder zurück und wie ihr gerade schon gehört habt, also es gibt mehrere TeamViewer-Apps. Ihr habt, wenn ihr halt auf den Play Store geht, TeamViewer, habt ihr hier einmal TeamViewer Remote, ganz normal, die Quick Support und die Host-App. Welche ihr euch auf dem Telefon installieren müsst, welches fernzusteuern ist, wäre am besten die TeamViewer Host-App. Wenn ich die jetzt öffne, wird die halt eben offen angezeigt. Daher erkläre ich das mal kurz vorab. Also, wenn ihr die jetzt runterladet, so, dann öffnet sich halt erstmal eine Maske, einloggen oder eben halt registrieren. Falls ihr noch nicht registriert seid, macht das kurz, legt euch eben ein Konto zu, gebt da auch wirklich eure vernünftige E-Mail-Adresse, eure richtige E-Mail-Adresse an, denn zu dieser E-Mail-Adresse werden dann auch E-Mails geschickt halt, um dieses Telefon halt dann zu verifizieren. Ja? So, und wie gesagt, wenn ihr euch dann halt registriert habt und die App öffnet, dann könnt ihr eure Zugangsdaten eingeben, also eure E-Mail-Adresse, euer Passwort. Wenn ihr dann halt auf OK klickt, dann wird euch die TeamViewer-App erstmal zeigen einen Infotext anzeigen, worin dann steht halt, wir haben dir gerade eine E-Mail geschickt halt, weil das halt ein fremdes Telefon ist etc. Bitte öffne deine E-Mail und füge dieses Gerät der Liste der zu vertrauenden Geräte hinzu. So, also dann geht ihr kurz halt hier in eure E-Mails, klickt einmal auf den Link, dann öffnet sich ein Browserfenster, dann steht da dieses Gerät halt der Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzuzufügen. Dann macht ihr jetzt hinzufügen. So, und dann geht ihr wieder auf die App. Und wenn ihr dann eure Zugang, also dann könnt ihr halt wieder auf OK drücken, quasi auf Einloggen. Eure Zugangsdaten sind dann noch drin. So, dann öffnet die App sich und alles, was ihr seht, ist das. Ihr könnt auch nicht viel mehr machen hier. So, ihr könnt natürlich hier gucken, Zuweisungen entfernen, erweitert. Ansonsten steht hier oben noch, okay, wie ihr euch von jedem Browser aus auf dieses Telefon jetzt quasi einloggt.
einfach login.teamviewer.com eingeben. Dann gebt ihr da halt eure Zugangsdaten ein und dann könnt ihr auf dieses Telefon quasi schon zugreifen. So, um euch das jetzt mal zu zeigen. Also das Ganze geht, wie gesagt, halt auch vom Browser aus. Ich zeige euch das natürlich vom anderen Smartphone aus. So, auf diesem Smartphone habe ich mir halt im App Store die TeamViewer Remote App runtergezogen. So, und wenn ich die öffne, habe ich halt hier, klar, kommt hier unten verbinden, da kann ich quasi auch eine ID einfach eingeben, über die Quick Support App zum Beispiel arbeiten. Aber bei der Quick Support App müsstet ihr hier immer den Zugang wieder, die Fernsteuerung zulassen. Von daher nicht ganz so geeignet. Hier unter Computer habt ihr dann, unter Computer, persönliche, habt ihr dann hier meine Computer. So, und dann habt ihr die Smartphones aufgelistet, die ihr eben mit der TeamViewer Host App ausgestattet habt und euch darauf auch eingeloggt habt und die Geräte natürlich auch der Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt habt. So, ich habe jetzt hier das Telefon drin, was hier liegt und das Telefon, was ich im Garten liegen habe, um eben auf meine Insel zuzugreifen. Das Telefon, das hier liegt, wenn ihr darauf klickt, wird euch das nochmal angezeigt. So, Fernsteuerung anfordern. So, und wie ihr seht, habt ihr schon die Fernsteuerung da. Ja? So, das ist das erste Gerät. Da schließe ich mal die Verbindung. So, und dann zeige ich euch jetzt noch, dass ich auch wieder auf den Garten zugreifen kann. So, der startet die Host-App auf dem anderen Telefon im Garten. So, jetzt zeigt er mir natürlich Bildschirm an, der schwarz ist, klar, weil das Telefon sich halt auch irgendwann abstellt, also der Bildschirm halt dicht wird. Bildschirmübertragung ist jetzt aktiv. So, da habe ich die App, verbinde mich, kann hier die History öffnen und that's it. Also so einfach könnt ihr TeamViewer halt nutzen. Vielleicht schreibt es mir unten in die Kommentare, falls ihr Interesse habt, dann zeige ich euch mal noch eine geile App. Und zwar ist das hier PreSense. So könnt ihr alte Smartphones quasi als Überwachungskameras auch nutzen. Da die Smartphone-Kameras ja innerhalb der App halt auch eine Bewegungserkennung haben, Telefon irgendwo am Ladegerät stecken, in die Ecke stellen oder ja, in eine Handyhalterung packen. Dann könnt ihr quasi auch den Bildschirm schwarz machen, dann sieht es keiner. Dann könnt ihr ja, von einem Smartphone auf das andere über die PreSense-App zugreifen. Falls euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen über die Kommentare. So rum wollte ich sagen. Dann werde ich das auch mal noch genauer erklären. Ich hoffe, ihr habt es verstanden mit dem TeamViewer, dass es meinerseits verständlich erklärt worden ist. Dass ihr euch das jetzt ganz easy installieren könnt und so ja, auf eure Anlagen zugreifen könnt oder auch ganz andere Sachen halt, darüber auch eben ganz andere Sachen nutzen könnt halt. Mein Gott, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wer noch kein Abo geklickt hat, bitte tut mir den Gefallen, klickt jetzt mal auf Abonnieren. Ihr verpasst somit auch keine neuen Inhalte. Ihr müsst ja nicht die Glocke unbedingt aktivieren, aber ein Abo mir geben wäre schon super. Denn wie gesagt, 83% der Zuschauer und die gucken auch viel der Videos und gucken auch häufig rein. Aber irgendwie scheint ihr noch nicht auf Abonnieren geklickt zu haben. Und da nochmal meine Bitte, tut das bitte. Ja? Ich wünsche einen schönen Tag oder einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Video.